Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne. Sei gegrüßt, Katy Perry. Sei gegrüßt, Estus. Ja, so trinkt man richtig, Mr. Wheel and Deal. So, schön. Beim letzten Mal haben wir Dinge getan, die wir jetzt alle schon wieder vergessen haben. Und dieses Mal werden wir hier ein Asketenleuchtfeuer anzünden. Nein, natürlich nicht. Wir fliegen nun auf erquickende Art und Weise, nachdem wir unser Schwert auf den Rücken gepackt haben. Nur der Immersion wegen. Das sieht so cool aus. Ich sitze hier in meinem Feuer und bin awesome. I'm Guts. Guts! So, gut. Reicht auch wieder. Wir gehen jetzt hier zum Kardinalsturm. Kardinalturm? Kardinalsturm? Ich bin mir gar nicht so sicher. Wenn da ein Asketenleuchtfeuer verbrennen, werden dann das Gebiet in NG plus 1 bringen, weil wir die ein oder andere Fackel hier haben wollen, aber auch große Brocken. Denn wer sich erinnern mag, wir müssen immer noch unseren heißen Cestus hier, unseren Cestus, unseren Panzerhandschuh, auf plus 1000 bringen. Das ist die Stufe, die nach Stufe 100 kommt. So, wir setzen das Gebiet hier in NG plus 1. Und was getan ist, ist getan. Und da oben sieht man schon eine der Änderungen. Da liegt nun ein weiterer göttlicher Segen. So, das Gebiet wird jetzt die ein oder andere Herausforderung für uns bereithalten. Zum Beispiel Pink Perry. Miau. Also wir nehmen mal unsere kräftigen Knüppel hier der Tödlichkeit in beide Hände und ach, ich hasse diesen Typen, ne? Und staggern ihn einfach mit Schlägen in seine hässliche Höhlenfresse. So, jetzt haben wir das auch geklärt. Prima. So, da oben sitzt ein neuer Freund, dem wir vertrauen sollten. Ich nenne ihn Oinko der Knäugige. So, ich habe versucht, einen Sprungangriff zu parieren. Wie man sieht, funktioniert das nicht. Und jetzt greift er uns nochmal an. Ja. Ja, er mag es nicht besonders, wenn wir uns heilen. Er denkt sich dann nämlich, hey, du verfickte Faggot, heilen ist für Faggots. Hör auf damit. So, irgendwann reicht es auch wieder hier. Oh, alter Mist, so, komm schon. So, dann machen wir Katy Perry und dann machen wir Katy in sein Face. So, man sieht, er hat mindestens so 3000 Lebenspunkte, ist also ein bisschen mehr als der gewöhnliche Bastard, den man sieht. Und ja, NG plus 1, Phantom, Langschwert hat er, glaube ich, plus der alte Vorhäute, der Vorkämpfer, resultiert in sehr viel Schaden. Wir gehen ihn nochmal an und werden jetzt versuchen, ihn auch ernst zu nehmen. Weil irgendwann ist ja auch mal genug mit dem ganzen Quatsch hier, ne? Und ich sehe schon, es läuft erheblich besser als eben. Ich hoffe, das ist ein gutes Omen. Vielleicht ist es aber auch keins. Komm, ich will mal sehen, ob ich ihn staggern kann, diesen dreckigen Mongo. Ich kann ihn staggern, aber er ist ganz interessant. Er rollt nämlich aus. Er kann aus Sprungangriffen rausrollen. Das kann sonst niemand, außer die verfickten, cheatenden NPC-Invasoren. Aber wir sind ja nicht dämlich. Wir können ja das ein oder andere hier zu unserem Vorteil nutzen. Nämlich, dass unsere Reichweite größer ist als seine. Dann machen wir das hier. Und dann gehen wir ein Stück von ihm weg, denn wir wollen uns nicht staggern lassen von seinem Scheiß hier. Du bist ein Narr. Dann laufen wir weg und heilen uns nochmal. Denn die Macht der Faggot ist stark in uns. Die Macht der Faggot ist stark in meiner Familie. Bam, jetzt ist er tot. Immer. Wir haben einen Dolch bekommen, einen Blutungsdolch. Es ist offensichtlich ein weiblicher Dolch. Bitte verklagt mich nicht. Und dann locken wir unseren neuen Freund hier raus. Der will aber nicht. Komm schon. Ladet eure dummen Ballisten. Ja, und das war unser guter Freund.
Seitdem haben die da Fässer entzündet. Das ist auch ziemlich geil. Und wir haben neue Freunde. Oh, es gibt offensichtlich das ein oder andere schwarze Phantom hier. Das ist neu. Das gab es vorher nicht. So, schwarze Phantome sind nämlich eigentlich rote Phantome. Der Name ist völlig irreführend. Ja, prima. Das hat ja fast geklappt hier. Ah, okay. Was genau machst du hier? Ja, das lief gut. Ich sollte ein Bild davon machen und zu mir das einrahmen und an die Wand hängen. So, hier war noch einer von euch, nicht wahr? Habe ich das nicht richtig gesehen? Nein, habe ich nicht. Ja, diese roten Phantome gab es hier vorher noch nicht. Das finde ich sehr spannend, dass es auch Änderungen im NG Plus gibt hier in Skull of the Faust. Schnurablapsen. So, hier war nämlich vorher so ein Bursche, der ist neu. Den finde ich ja faszinierend und wir werden ihn begrüßen, indem wir ihm, naja, wir werden es ja gleich sehen hier. Ah, perfekt. Ja, man hat gesehen, wir haben ihn begrüßt, indem wir ihn verfehlt haben und dann hier starben. Deswegen wollte ich euch auch nicht spoilern, was ich jetzt vorhabe. Oh, es ist irrsinnig, wie viel Schaden die in NG plus 1 in diesem Eid machen. Leck mich am Arsch, das sind gammlige Höhlentypen. Man muss bedenken, ich habe unter anderem auch noch 1211 Lebenspunkte, das ist nicht viel. Es wäre schon halbwegs sinnvoller, wenn wir mindestens 2000 hätten. Haben wir aber nicht. Und wessen Schuld ist das? Genau, ist meine Schuld. So, diesen Burschen hier, den hasse ich, ne? Ist ja allgemein bekannt. Aber ist nicht schlimm, weil wir knüppeln ihn einfach. So, alles klar. Eben hat man eine Guard-Break-Attacke gesehen. Das bricht die Verteidigung des Gegners. Unser Phantomfreund da oben ist jetzt auch terminiert worden. Des Weiteren können wir das hier machen. Und dann machen wir das hier. Und dann machen wir das hier. Was? Genau das machen wir. So, wie man sieht, überleben die jetzt so einen Angriff. Faszinierend. Unser neuer lieber Freund hier ist auch noch da. Ich würde ihn ganz gerne so positionieren, dass wir. Oh Gott, ey, hat er viele Lebenspunkte? Leck mich am Arsch. Okay, wir rollen ihn mal geflissentlich weg. Denn wir haben ja noch ganz viele andere Freunde, die wir alle mit der nötigen Aufmerksamkeit begrüßen wollen, nicht wahr? Da habe ich jetzt kluge Dinge gemacht. Okay, kommt ihr mir daher? Irgendwie spüre ich das nicht. Gut, wir kriegen hier noch Heimkehrknochen, einen zumindest. Oder Heimatknochen. Heimatfilme. Ja, und mein ganzes freundliches Pack hier scheint sich von dann gemacht zu haben. Komm schon. So, der ist hier. Der Schaden, den er verursacht, ist geradezu dämlich hoch. Man sieht, dass ich im Moment einen halben Punkt übrig habe. Das finde ich faszinierend. Na komm schon. Alter Stinker. So, die Typen da oben, die sind natürlich nervig wie Sau. Komm schon, wir machen das mal. So machen wir das nämlich. Dann müssen wir den so schnell wie möglich töten. Dann müssen wir so schnell wie möglich unseren geilen Arsch hier wegbewegen. Aufpassen, dass die uns da nicht treffen. So, prima. Jetzt haben wir nämlich ein bisschen Freiraum hier. Ich hätte nämlich keinen Bock hier mit den ganzen anderen den ganzen anderen Phantomen im Schlepptau gegen den Burschen hier zu kämpfen. Ne? Ja, wir haben ein bisschen Lebenspunkte dazu bekommen, selbstverständlich, denn wir sind heiße Boys, die heiße Dinge tun. So, und dann haben wir ja unseren neuen Freund erledigt. Die beiden da geben uns auch ein bisschen mehr Lebenspunkte dazu. So, prima. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Hier ist noch ein Item. Ja,
Um nochmal zu erwähnen, was ich überhaupt wollte. Ich wollte an eure Hosen. Und hier sind drei graue Brocken, die ich haben will. Die holen wir uns gleich. So, unsere Freunde befinden sich hier. Die kommen auch irgendwann mal angeritten, hoffe ich mal. Wie sieht's aus? Habt ihr Bock? Dankeschön. Ja, so richtig Bock haben sie, glaube ich, gerade nicht hier. Ja, meine Ausdauer ist ziemlich schmal. Und man sollte aufpassen, wenn man R1 drückt, dass man nicht gleichzeitig nach vorn drückt. Dann macht man nämlich einen Guardbreak-Angriff und keinen Normalangriff und wird massakriert. Ah! Also bislang muss ich sagen, läuft es noch ganz gut. Es läuft hier überraschend gut. Wir haben noch einige Minuten Zeit. So, komm. Jetzt machen wir das hier vernünftig. Katy Perry, genau. So, jetzt. Ich finde, jetzt haben wir unseren Vorteil ausgespielt, den wir haben als Guts. Nämlich mit wenig Lebenspunkten unsere Lebenspunkte hochzuheilen. So, immer. Maul halten. So, dann könnt ihr euch alle mal verziehen und zur Hölle fahren. Ich will hier nämlich nur zur Truhe gehen und dann sammle ich die auf. So, und dann bewegen wir uns mal hier hin und sammeln den Tüß hier auf. Da sind nämlich Brocken drin und die wollen wir eigentlich nur haben. Mehr wollen wir hier gar nicht. Alles andere interessiert mich nicht. Also verpisst euch. Ihr nerviges Pack. So, dann gehen wir hoch. Hier sieht man im Grunde nichts Besonderes, außer die ganzen Leute, die versuchen mich hier zu töten. Und dann laufen wir daran vorbei. Ja, im Grunde sieht man, man muss hier eigentlich gar nicht kämpfen. Denn im Grunde ist das Klügste, was man machen kann, Kämpfe zu meiden. Krieg ist etwas für alte Männer. Und dann war ich fast auch schon wieder tot. Okay, prima. Wir haben unsere grauen Brocken bekommen. Wir begrüßen mal den Burschen hier. Und dann knacken wir seinen Schädel. So, das war's. Schädel geknackt. Mission complete. So, hier oben haben wir natürlich einen göttlichen Segen. Und ich bin mir nicht sicher, ob unser Freund hier auch respawned ist. Und offensichtlich ist er das. So, der gibt uns jetzt erstmal hier zwei Titanitscherben. Das war nämlich ein lustiger kleiner Gecko. Kristallgecko. Und dann haben wir hier unsere Truhe, die bereits gelootet ist, und unseren Freund, der bereits so gut wie tot ist. Tja, oder auch nicht. Seht ihr, wie viel Schaden ein Angriff von ihm macht? Das ist der blanke Wahnsinn! Na, super geil. Schön, ne? Alter. Stinkende Lumpenhund. Ja, sehr viel Schaden von gammeligen Höhlenleuten. Bastardschwert haben wir bekommen. Das ist eine faszinierende Angelegenheit. Also wer sich beschwert, dass ihm das Spiel zu leicht ist, verbrennt ein paar Asketenleuchtfeuer, geht in NG plus 1 oder höher und geht in den und tretet dem Alter vor heute hier bei und dann kriegt ihr eure heißen Asses gekickt. Und dann geht's so weiter, ne? Und dann Katy Perry. Ja, das war's mit der Folge hier. Wir haben sehr viel Zeit verschwendet mit Dingen, die alle sehr witzig waren für euch, nehme ich an. Wir haben auf jeden Fall jetzt genug Brocken und auch Schollen, um unseren heißen Handschuh hier zu verbessern. Beim nächsten Mal wird er verbessert und dieses Mal wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Wir sehen uns, und zwar in der Hölle. Adios.